Moment, würfel mal in Trefferzone, bitte. Kampf, mache ich, mache das selber. 4, super, passt. Bei mir? 4 Und und bei 3. dir, 1, 2. Gut, In den gut, Torso, gut. richtig schön den Schlagring in dein Torso reingerammt. Waren aber nur 4 TP, ist kein Wunder. Und während ihr euch dort versucht, den Straßenschlägern des Südquartiers zu erwehren, irrt Jalan gerade umher. Sein Pferd hat er mitgenommen. Weitere Bettler, die ihm folgen, die ihn eingekreist haben, hast schon komplett die Orientierung verloren. Auch wenn ihr noch gar nicht so sehr lange auf diesen matschigen Feldern wart, aber hier gibt es kein rechtwinkliges System. Die Straßen teilweise auf den Straßen Häuser gebaut, sodass man dann ja sich irgendwie drumherum bewegen muss. Ja, wieder ein Winkel, wieder eine Gasse. Du hast komplett die Orientierung verloren. Plötzlich steht vor dir zwei Kinder, die gerade wohl ein bisschen im Schnee spielen, sowas wie einen Schneemann gebaut haben. Ja, dem einen Kind fehlt wohl ein Arm, vielleicht ein Flüchtling, dem anderen fehlt ein Auge. Stehen dann vor dir. Oh, hoher Herr, habt ihr euch verlaufen? Ja, wie komme ich zur Hauptstraße zurück? Ich zieh schon mal ein paar Münzen aus der Tasche. Ja, kein Problem. Wir helfen euch gerne. Folgt uns doch bitte. Zeig mir einfach den Weg. Aber seid ihr denn sicher, dass ihr das findet? Bestimmt. Ihr müsst euch einfach an den Krähenstein orientieren. Seht ihr da? Die Krähensteine hier im Norden. Ich sehe mal, sehe ich an Krähenstein, weiß ich, was ein Krähenstein ist. Na, das sind diese hohen Ruinen, auf die sie wohl deuten, wo die Krähen drauf sitzen. Und dann an denen nach Norden. Wo ist denn Norden? Nein, Da lang? nein, die Krähensteine hier im Norden. Ach da, ja. Und ihr müsst jetzt, naja, die Stadtmauer hat keinen Durchgang, zumindest keinen, der erlaubt wäre. Da kann man sich ja sonst vorbei an den Steuern schmuggeln. Und das ist ja verboten. Ihr wollt also einen richtigen Eingang nehmen, oder? Richtig. Dann müsst ihr hier lang gehen, direkt an der Stadtmauer vorbei. Da gibt es so einen kleinen Eingang. Also an so einem Turm. Der ist ein bisschen eingefallen, aber da könnt ihr vorbei. Wo ist denn das Haupttor? Das Haupttor. Es gibt doch ganz viele Haupttore, mein Herr. Ihr seid Das neu in in der der Art, Nähe, oder? an der Straße halt. Das, wie heißt das? Das Rommeliser. Das Romilisator. Da seid ihr hier aber ganz falsch. Ich glaube, das ist 2 Meilen in Richtung Süden. Nein, 2 Meilen im Osten. Na, lasst gut sein. Wir begleiten euch einfach. Wir haben sowieso gerade nur diesen Schneemann gebaut. Meine Eltern sagen zwar immer, wir sollen nicht mit Fremden reden, aber ihr seht gut aus. Wie heißt denn euer Pferd? Bis Frau wohl. Das ist ja ein schöner Name. Darf ich darauf reiten? Nein, darfst du nicht. Also wollt ihr jetzt alleine durch Meilersgrund laufen? Nicht, dass ihr Nein. auf die Eschenroder oder das Südquartier trefft. Was auch immer das ist, hier. Ich schnipp's dem Kind einen Heller zu. Bring mich einfach zur nächsten gepflasterten Straße. Jawohl, mein Herr. Werden mich sowas von überfallen. Nicht mal Ömer, lustig, wie sehr sie mich Ragnar, überfallen werden. die Menschentraube um euch herum hat sich so ein bisschen verflüchtet. Viele, viele sind dem Rittersmann hinterhergegangen und ihr habt jetzt so ein bisschen euren Freiraum bekommen. Ömer, wie sieht's mit deiner Verwundung aus? Hast du mittlerweile dir hochhelfen lassen? Ja, Über ist wieder aufgestanden, nachdem er sozusagen von dem Pferdetritt von den Füßen gerissen wurde. Ja, schaut zu Ragnar, okay, lasst's gehen. Oh, Okay. Scheiße. Ja, ich würde Ömer natürlich auch ein bisschen stützen. Ach, geht schon, geht schon, geht schon. Mein dummes Fleisch muss da ab. Okay. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir zur Herberge der gütigen Travia, wo jeder so viel zahlen soll, wie er denkt, dass er zahlen sollte. Hab da Habt ihr früher immer, früher? wenn ich mal pleite gewesen bin, geschlafen und jetzt, da ich ein bisschen mehr Geld habe, soll ich da vielleicht mal ein bisschen Geld liegen lassen. So denkt sich Ragnar das zumindestens. Gut, würfel meine Gassenwissenprobe, um dich hier auszukennen. Fehlt die Ortskenntnis? Hast du eine Ortskenntnis für Garrett? Nee, aber für Meilersgrund. Dann gilt die. Also ist halt ein Stadtteil, ne? Jo, nicht erschwert. Sehr schön. Ömer kann auch gerne würfeln, aber ich Ortskenntnis glaube, ist die minus Augen nicht 3 offen, oder aber. minus 7? Immer wird wahrscheinlich mindestens die 5 Punkte Erschwernis bekommen, weil unbekannte Stadt. Ich glaube, das ist Ja, macht er bei schon. euren Werten, das ist das, glaube ich, komplett egal.
Max Erschwernis plus 25, also quasi genau das Gegenteil von Jalan. Ja, also du kannst dann auch auf die Herberge der gütigen Travia zugehen. Draußen steht dann schon eine etwas dickere Mutti, wenn man so möchte. Empfängt dich dann auch. Ah, Ragnar, du bist auch wieder hier. Oh, das ist ja schon so lange her. Komm rein. Mach die Tür auf. Ich hab ein paar neue Geschichten zu erzählen. Schaut besorgt zu Ömer, holt erstmal so ein kleines Tüchlein aus ihrem Rock hervor, zieht und zieht und zieht. Der hört gar nicht auf, dieses Tuch. Fängt dann erstmal an zu spucken auf dieses Tuch und reibt dann erstmal wie eben diese Trave. Ich muss erstmal die Rüstung ausziehen. Reibt dir erstmal den Staub der Straße, den Matsch irgendwie von dem Gesicht, von der Kleidung und schaut sich dann deine Brustwunde an und ja. Das ist meine Bauchwunde, der ist die Ehrenrüstung vor, deswegen kann man da nichts sehen. Ja, also, ja, so ein schöner weißer Hufabdruck vom Boden sozusagen auf der Pferde, auf der Rüstung ist, genau auf seinem Unterleib. Genau. Vielleicht noch so ein bisschen Blut, was da irgendwie runtergeronnen ist, aber zumindest könnt ihr dann drin Platz nehmen, ein schöner Kamin, der hier prickelt, auch trotz die gegen die Wärme dann angeht und ja, gemütliches Etablissement für Meiners Grund, möchte man sagen. Für Jalan wäre das vielleicht nichts, aber ja, ihr könnt hier auf alle Fälle Platz nehmen und fühlt euch hier dann sehr pudelwohl. Oh, super, Ragnar. Danke. Und setz dich hin. Ach, oh, sitzen tut so gut. Ja, Ragnar nickt dir immer einmal zu. Ich gehe nochmal kurz raus und schaue nach den Eseln. Mach das. Ömer nimmt seinen Rucksack und stellt ihn zwischen seine Beine und hält ihn mit seinen Beinen fest, schaut noch einmal kurz unter die Bank, ob da und wie man von hinten reingreifen kann. Er kennt die ganzen Tricks. Und ja, wenn das alles nicht der Fall ist, dann wird er sich erstmal zurücklehnen, den Rucksack zwischen den Beinen und immer schön aufmerksam sein. Aber gleich sind wir jetzt spannend. Derweil im Südquartier, Sonnengrund. Nächste Kampfrunde. Adeptus Major Abel. Ja? Ich müsste noch einmal Schaden würfeln, es sei denn, er pariert. Ich weiß nicht, ob er noch pariert hat. Nö, er pariert nicht, mach einmal Schaden. Okay. Nächste Wunde. Dann bricht er wahrscheinlich jetzt auch zusammen, hast du den ersten ausgeschaltet. Hey. Kommen nur noch 3W20 auf euch zu. Wie viele Lebenspunkte hat dein Abel mir noch? 15. 15. Einer trifft auf alle Fälle, zumindest Abel mir wird einmal getroffen und auch Torgosch, es sei denn, ihr wollt parieren. Einmal wollt parieren. Ja, die Vierer Finte auf die Boys. Zweite Parade. Mhm. Yep. Siebel, diesmal ist es sogar gelungen und dann kannst du noch einmal einen Angriff würfeln. Das würde ich auch machen. Schaden mal hoch, Spieß. Der nächste bricht zusammen. Den Säbel. Bei mir sind. Kannst gerne mal einen Schadenwürfel auswürfeln von deinem Flammenschwert. Das sieht gut aus. Dann geht er auch in Flammen auf, zumindest seine Rüstung, was er da irgendwie an Flicken teilen und sich gegen den Winter zu schützen, fängt dann auch an zu brennen, sodass dann auch der Letzte, der noch irgendwie nicht verwundet ist, geht dann auch irgendwann, sieht dann ein, dass er es gegen einen Magier und gegen zwei Zwerge nicht schafft. Und ja, so werden die dann mit gebrochenen Knochen teilweise brennend in die Gassen rennen, sich in den Schnee schmeißen. Verschwindet, ihr Gesindel! Ich würde mal meine Lanze so auf den Boden hauen. Ach, hat Glück, dass einer von euch schon mal bei der Drachenjagd hilfreich war, sonst hätte ich euch nicht geholfen. Danke, guter Angroscho. Wer ist hier? Ich bin Torgosch, Sohn des Zollmarsch. Mein Freund Ignar, Sohn des Adgrosch. Habt vielen Dank. Mein Name ist Abelmir Jamorinis. Aber du bist ja auch einer von diesen Weißen, oder? Ihr meint einer Magier der linken, der rechten Hand? Ach, der Typ hatte auch so ein weißes Gewand an, der war ganz hilfreich. Kannst ihm danken? Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der hat gerade dein Leben gerettet. In Abwesenheit. Ah, danke. Ich weiß zwar nicht, wen ihr meint gerade, aber danke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Gerne. Ignar, wir trinken. Ja, wenigstens ist das Schwert doch noch blutig geworden. Ich dachte schon, das wäre ein sehr, sehr langweiliger Tag geworden. So viel. Könnt ihr überhaupt noch laufen? Es geht. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Aber lasst uns erstmal von dieser Straße verschwinden, in die Stadt hinein. Ich hoffe, dort ist es sicher, in den Statuen. Das ist hier immer so? Ist ja schrecklich. Ja, Großlinge. Dieses neue Reich ist verkommen.
Nichts gegen das Horasreich. Dort würde sowas nicht passieren. Also ich kann dir eins sagen, bei uns zu Hause passiert sowas nicht. Bei den Menschen, da bist du doch nie sicher. Da sind doch hier Diebe, Räuber, links, rechts und Mitte. Wir hätten in Xorlosch bleiben sollen, Dorgrosch. Ja, du hast recht. Vielleicht kommen wir bald wieder dahin zurück. Jetzt brauchen wir aber erstmal ein starkes Bier. Wenn es hier keine Drachen gibt. Gutes Bier gibt es hier übrigens auch nicht. Also ich gut. Der Großling weiß bestimmt, wo es das beste Bier der Stadt gibt. Natürlich. Sicher, Großling. Ich werde mein Bestes tun, um ein großes Fass für euch zu organisieren. Aber erstmal sollten wir von hier verschwinden, bevor diese Mistkerle zurückkehren. Ich glaube nicht, dass sie heute nochmal wiederkommen. Sind ganz gut umgefallen. So, dann geht vor. Wir folgen. Da würde ich vorgehen, aber Richtung Tor wahrscheinlich, oder die Straße runter weiter. Hör mal, Torgosch. Ja. Warum hat er denn so ein Flammenschwert? Das Drachenmagie. Ja, sag ich dir. Aber diese mit dem Weißen, die sind gar nicht so schlimm wie der Rest. Und wenn der Bier verspricht. Ja, ich weiß auch nicht. Einer von denen war ganz gut. Ob der Rest auch gut ist, sehen wir. Und wenn nicht, dann spieße ich ihn auf. Na gut, dann vertraue ich dir mal. Ich war ja noch nie in der Oberfläche. Aber... Ja. Hier ist alles anders. Hier ist nicht so schön wie zu Hause, das sag ich dir. Ich bin ja nicht zum Denken da. Ich bin ja nur zum Sachentragen da. Weißt du ja. Ja, mein Freund, du bist so tödlich mit der Armbrust wie kein Zweiter. Er streichelt sich ein bisschen über die Armbrust und den Bolzen. Ja, vielleicht hast du schon den Namen reingeritzt. Komm, wir verlieren die Großling. Lauf doch nicht so schnell! Hey, Junge! Du kommst doch schon. Es ist so langsam dunkel. Ihr habt aber auch lange Beine, du. Ja, furchtbar. Ich verstehe nicht mich mit diesem Wetter nicht aus, aber warum geht die Sonne schon wieder runter? Ist doch gerade erst Tag geworden. Sollten wir endlich ihre Lampen anmachen. Schrecklich, ne? Wir befinden uns hier in einem schlichten Quartier und die Häuser stehen sehr eng. Ich vertraue euch da ganz. Bei Großlingen, da muss man auf Großlinge vertrauen. Ihr seid nämlich alle seltsam. Abelmir, du kannst auf alle Fälle erkennen, während du dann die Straße weiter nach Norden gehst, wie da in der einen oder anderen Gasse tatsächlich auch Leichen liegen, leblose Körper, auch von Unrat bedeckt, ausgezogen, die Kleidung komplett entfernt, Rucksäcke, die dann daneben liegen, leer. Also hier haben auf alle Fälle schon andere Wandersleute ihren Weg zum Puninator nicht erreicht. Stellt sich dann an, viele Leute, die dann hier vor sind mit Karren und den Weg dann auch versperren, aber zumindest sind die Wachen in Hörreichweite am Puninator und die filzen jetzt gerade die Ankommende, beziehungsweise was heißt filzen, die gucken sich auf alle Fälle das an, was dann irgendwie versteuert werden müsste. Die prachtvolle Hauptstadt ist zumindest gar nicht so sehr entfernt. Ob sie prachtvoll ist, diese Hauptstadt, naja, der Empfang ist zumindest sehr ungastlich. Und während du dich anstellst, schreift Jarlan immer noch mit den beiden Kindern und dem Pferd seinen 7 Sachen durch die Gassen. Vor allem ist er am Fluchen. Am Fluchen über Ragnar, am Fluchen über Gareth, am Fluchen über alles, was nicht Toborien ist. Fluchen über seinen verfluchten Knappen, der sich in Arbach eingefangen hat, es ist alles scheiße. Mein hoher Herr, wir wollen nicht neugierig sein, aber ihr habt doch sicherlich einige schöne Geschichten zu erzählen, oder? Geschichten, die ich zu erzählen habe, sind nicht für Kinder wie euch. Aber man sagt doch schon so viel über Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor. Sieh mal Augenbraue hoch. Ach ja, was denn? Ja, unser Freund, Zadig von Wolterach, sagt ganz viel über euch. Zadig von wer? Zadig von Wolterach. Ein guter Freund von uns. Er kommt ab und zu mal vorbei. Gibt uns ein paar Kreuzer und er erzählt ein paar Geschichten über euch. Kenne ich nicht, aber er muss ja wohl ein... wohltätiger Mensch sein. Ja. Er ist. Er Wo ist der Herr, sagt ihr? Ihr kennt ihn nicht, er erzählt so viel von euch. Ich weiß gerade nicht, wo Wolterach liegt. Das weiß keiner so genau. Aber er sagte, wenn wir euch treffen, sollen wir ihm etwas von ihm mitgeben. Und was wäre das? Ein Purpurblitz. Das Kind ohne Arm streckt den Arm aus, schreit einmal: Purpurblitz! Und du siehst, wie eine, lila Leuchtwolke auf dich zufliegt. Kann man dem entgehen, indem man jetzt losreitet oder sich wegwendet? Eigentlich nicht. Du kannst eine Ausweichenprobe plus 8 versuchen. Ich meine, hey, geh dann auf die 1.
Nö. Ja, du wirst von einer lilanen Schwefelwolke getroffen, stürzt vom Pferd. Alles wird schwarz um dich herum. Derweil in der, ja, sehr gastlichen Taverne von der gütigen Travia. Das erste Bier steht vor Ömer und Ragnar. Die Sachen liegen neben euch, die Esel sind wohl versorgt, in den kleinen Stall gebracht und ja. Ah, endlich in Gareth. Schönste Stadt überhaupt. Also groß scheint mir schon zu sein, aber ich muss erst den Rest sehen, bevor ich glauben kann, was Abel mir gesagt hat, dass die Stadt größer sein soll als Kunjung. Ah, ich kann dich auch ein bisschen rumführen. Also hier in Meilersgrund sind auf jeden Fall die nettesten Leute beheimatet. Ja, das scheint ja alles so, das ist wie zu Hause bei uns im Talabat. Da musst du tatsächlich auch nur so viel zahlen, wie du denkst, wie es dir heute gewährt war tatsächlich. Also das hier ist wirklich die beste Herberge. Ich nehme mal am Bier. Genieße es ein wenig, dieses Bier, was wahrscheinlich relativ verdünnt worden ist, zu genießen. Ragnar ist seit Ewigkeiten wieder zu Hause. Ah, die schönste und größte Stadt. Hat auf jeden Fall was Angenehmes. Einen angenehmen Flair und der Groß, ja, auch wie zu Hause im Talabat. Das stimmt. Vielleicht ein bisschen kühler. Ja, kalt ist es auf jeden Fall. Aber die Hitze so kalt wird bei uns im ganzen Jahr nicht. Aber die Hitze in Kunchom hat mir sowieso ein bisschen zu schaffen gemacht. Oh, es ist so schön, wenn man sozusagen irgendwo unter so ein paar Palmen liegt, nicht im direkten Sonnenschein, seine Hängematte aufschlägt und einfach ein wenig in der Wärme döst. Zur Mittagsstunde. Mm. Die Preierstunde verschlafen ist das Beste, was man tun kann. Ah, das gefällt mir ja in den Tulamin-Landen auch sehr gut, dass ihr quasi tagsüber fast gar nicht arbeitet und nur irgendwie morgens sehr viel arbeitet und abends sehr viel arbeitet. Ja klar. Das hat mir sehr gut gefallen. Wenn du unter dem Dürredämon die ganze Zeit arbeitest, dann brennt er dich aus, wie die Felder. Das würde ich übrigens nicht sagen, der ist hier der Götterfürst. Ach so. Ja, das haben die bei uns auch schon manchmal nicht gerne gehört, je nachdem wo du bist, ich. Ja. Prajos. Ja, ein Mann kommt auf euch zu, mit einer Kapuze ins Gesicht gezogen. Ja, hat auch einen großen Humpen Bier vor sich, beziehungsweise kommt dann eben mit diesem Bierhumpen auf euch zu und setzt sich dann ungefragt an den Tisch, an dem auch ihr sitzt. Hi, ich bin IG Petto Kirchner. Könnt mich auch Tusche nennen. Ich bin Abu. Nenn mich Abu. Abu, alles klar. Und du? Hallo, Ron. Ron? Ja. Ah, wie gesagt, kannst mich Tusche nennen. Ja, was macht ihr hier so? Wollt ihr länger hier bleiben? Gute Kneipe? Ist auf jeden Fall eine gute Kneipe, ja, mir gefällt sie gut. Mal schauen. Also der Mann hat eine Mütze, Kapuze ins Gesicht. Eine Wollmütze übers Gesicht gezogen. Ach so. Ne? Also, dass ihm vielleicht kalt ist oder so, zumindest sein Kopf bedeckt. Alles klar, ja. Kannst auch sehen, dass er ziemlich viele Muskeln hat. Vielleicht sowas wie, ja, Menschenkenntnis, könnt ihr gerne mal würfeln. Er versucht das auch so ein bisschen mit der Kleidung zu verstecken, aber man kann da... Ja, der kritische Erfolg. Du kannst auf alle Fälle erkennen, dass er... seine Augen sehen merkwürdig aus. Er sieht so aus wie ein Schaukämpfer. Er bewegt sich so ein bisschen so. Vielleicht war er mal im Zirkus. Irgendwie sowas könntest du dir überlegen. Vielleicht hast du ihn sogar schon im Zirkus gesehen. Und er ist hoffnungslos besoffen. Ach, du bist doch hier dieser Schaukämpfer aus dem wandernden Zirkus, oder nicht? Ja, aber auch nicht mehr. Und hast schon ein bisschen was über den Durst getrunken, hm? Ja, genau. Also ich bin ja dem Alkohol so ein bisschen zugetan, muss ich sagen, aber... Ja, kann ich verstehen. Ich vertrag das nicht, aber du weißt ja, wie das mit uns ist. Ja, klar. Sag mal, Tusche, was willst du von uns? Ich wollte nur hören, was ihr so zu erzählen habt. Irgendwelche Heldengeschichten oder... Ich hab nicht mehr so viel zu erzählen, seitdem ich... Nicht mehr beim Zirkus bin und rumkomme. Ich habe mich so ein bisschen hier niedergelassen, aber ich suche ja auch so ein bisschen Abenteuer. Abenteuer suche ich auch. Ich versuche mich als Söldner zu verdienen. Mhm. Ah, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie nach Al-Anfa oder sowas gehe oder irgendwie was, irgendwas Warmes. Mal gucken. Ich habe nochmal einen Alfaner kennengelernt. Die waren ziemlich arrogant. Ich weiß nicht, ob das Richtige für mich ist. Arrogante Mistkerl allesamt. Das weiß ich nicht. Ich habe nur einen kennengelernt und der war so. Ja, und mein Äffchen ist ja auch gestorben. Hatte ich auch. Und naja, nö. Dann wollten sie mich auch nicht mehr haben. Naja, und jetzt versuche ich mich so ein bisschen als Söldner zu verdingen, aber es ist schon schwer. Ach, auch als Söldner?
Ja, man versucht's ja. Gegen die Orks hatte ich jetzt keine Lust im Norden. Da werden sie ja alle abgezogen, aber. Wo willst du denn sonst hin? Ja, weiß ich nicht so. Wo halt gerade Krieg ansteht, da kann man mal gucken, ob da. Aber wie gesagt, gegen Orks habe ich keine Lust. Vielleicht irgendwie. Ja, so einer wie du, der kriegt auch bestimmt 5 Orks auf einmal hin, oder nicht? Ja, zumindest nicht im betrunkenen Zustand. Ja, das stimmt natürlich. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wer stellt dich ein, wenn du dauerbesoffen bist? Ich Hey, meine, dadurch, dass. Dusche, was erzählst du da wieder für ein Blödsinn? Ein weiterer Mann kommt auf euch zu, setzt sich dann ebenso an den Tisch. Moin, seid ihr Freunde von Dutsche? Wir haben uns gerade Ah, haben wir gerade kennengelernt. kennengelernt, klar. Ja, wollt ihr eine Schatzkarte kaufen? Von welchem Geld? Ich bin froh, wenn ich mir das Bier leisten kann. Also Schatzkarte. Ragnar fängt auch an laut zu lachen. Willkommen in Gareth, Ömer. Ja, er stellt so seinen Rucksack so ein bisschen vor sich auf die Knie, schiebt sein Bier und das auch von Tusche so ein bisschen zur Seite und kramt so ein bisschen in seinem Rucksack, holt dann drei Karten raus. Schatzkarten. Ja, könnt ihr ich schaue mich mal an mit hier meiner war, hier war, hier war, hier war, hier war vorher irgendwie so ein Typ mit Pferd in der Gegend. Der kann die bestimmt kaufen, der hat Geld. Ist auch Das schon ein stimmt. reicher Sack. Okay, ich halt mal die Augen offen. Aber ich würd mir gerne mal eine davon ansehen, mit der Sonderfähigkeit Fälscher. Erkenne ich da irgendwas? Was musst du da würfeln? Was ist das für eine Sonderfertigkeit? Malen und Zeichnen, ne? Ich weiß nicht, wie er die gefälscht hat, aber wahrscheinlich mit Malen und Zeichnen, ja. Ja, kannst du mal drauf Oder würfeln. Kartografie? Weiß Erleichtert ich nicht. um 7. Alles klar. Kartografie ist es, glaube ich, nicht. Dann wären das 21er Max-Erschwernis. Alle selbst gezeichnet, teilweise auch mit Strichmännchen, irgendwelche Xe, die auf den Karten sind. Also die würde ich auf jeden Fall dem Gialan weiterverkaufen. Der läuft hier gerade durch Meilers Grund. Sind Ja, wahrscheinlich allen Bettlern hier ein bisschen Geld. ja, Ja. ist nie eine gute Idee. Der hat ein eigenes Pferd hier, Alter, der hat richtig Asche. Du, Tipp von mir, wenn du irgendwie wenn Leute betteln kommen, dann gib denen nie was. Nicht mal irgendwie ein Heller oder so. Aber das ist jetzt ein Kumpeltipp von mir. Ja. Wenn die einmal was kriegen, dann suchen die nämlich mehr. Dann holen die noch andere Leute und alle wollen sie Geld haben und das spielt sich so schnell rum. Aber wenn du nicht nach Geld aussiehst, dann betteln sie dich auch nicht an. Naja, wenn du hier mit dem Pferd lang reitest, hast du das selber Ja, schuld. dann ist das, dann hast du ja natürlich Sag mal, sofort ihr, bei verloren. uns im Kundchen gab es Meister Schale. Wer ist hier verantwortlich, wenn man hier betteln will? Wenn du hier betteln willst. Ja, also ich kenne das. Du wirst, du Die kriegst immer mal auf die, du Stadtgarde. kriegst immer mal auf die Fresse, verlierst deine Kleidung, dann kannst du noch betteln. Echt, die Stadtgarde macht das hier? Ja, Die ist ja also. noch korrupter als bei uns. Naja, also, das kommt immer auf das Viertel an. Je nach Viertel hast du einen anderen Meister der Schale. Und innerhalb der Stadt musst du dir eine Battlemarke holen. Aber innerhalb der Stadt kannst du eben auch noch von den Banden überfallen werden. Musst du Ja, klar. immer. Also du musst dich hier mit allen Leuten irgendwie zurechtstellen. Also erstmal brauchst du eine Battle-Marke, wenn du innerhalb der Stadt battlen willst. Hier in Meilersgrund brauchst du zum Glück keine, weil Meilersgrund einfach geil ist. Naja, in Meilersgrund brauchst du auch nicht betteln, wir haben sowieso nichts. Ich wollte sagen, das, was ich hier gesehen habe, sind das die Das Leute, würde die ich jetzt aber betteln. so nicht sagen. Wir Ja, haben aber das guck mal, größte hier. Herzen, Gareth. Ja, aber guck mal, du und ich und die Leute hier sind, hier kann doch keiner was geben. Das ist doch alles, das ist alles Das normal. stimmt Wer natürlich. hier 3 Kreuzer verdient, das ist das erste, was er tut, 2 Kreuzer in Bier investieren. Ja, In aber den mehrere. anderen Kreuzer, den schenkt er dann auch einem, der es nötiger hat. Weil wir in Meilersgrund sind alle sehr großherzig. Stimmt's, Tusche? Ja, genau. Ja. Hab nicht zugehört, ich bin betrunken. Machst du gut. Das ist die einzig wahre Sache. Immer schaut mal kurz aus seinem Rucksack und dann lässt den Blick wieder über den Tisch schweifen. Ja, und während ihr euch gerade unterhaltet und die ersten Freunde in Gareth kennenlernt, wird Adeptus Major aber mir gerade durchgelassen durch das Puninator. Es hast lange angestanden. Auf der linken Seite von dir hat das die ganze Zeit widerlich in deinem Ohr gehämmert. Irgendein Schmied, der da wohl gerade Schmiedearbeiten verrichtet. Und dann stehst du im Inneren. Direkt vor dir kannst du erkennen, auf der linken Seite zwei ziemlich große Praios-Tempel, auf der rechten Seite wohl ein ziemlich großes Stadion, ja, ist wohl Imman. Und ja, du bist in der Hauptstadt des Reiches. Bevor ich durchlassen werde, frage ich nochmal den Wachhaben, ob irgendein, der mich da kontrolliert hat, sozusagen, nach einer guten Kneipe. Eine Man gute wirklich Kneipe. gutes Bier bekommt. Also nicht diesen Zeug, was man irgendwo in Gassen verkauft, sondern ja, anständiges Bier. Also, ihr wollt schon Bier oder wollt ihr einen Wein? Bier. Bier. Da würde ich euch empfehlen, Taverne voller Humpen. Es ist nicht allzu weit von hier, direkt am Arenaviertel gelegen. Da, wenn ihr von hier euch aus in Richtung Arenaviertel orientiert, das Imran-Stadion, er deutet einmal auf dieses große Gebäude, kannst du natürlich erkennen über die anderen Häuser.
Da gehst du erstmal geradeaus und dann von da aus suchst du das, den Hesinde-Tempel, so ein rundes, ja, ich glaube so ein Fünfeck, Sechseck, den Pentagon-Tempel, den suchst du. Wirst du von da aus, gehst du einmal im Kreis drumherum und wenn du dann diesen Sechseck siehst, von da aus gehst du dann dahin und auf dem halben Weg aus der Taverne voller Herum. So ein altes Gebäude, ja. Okay. schau mich mal um, ob ich irgendeinen Straßenjungen sehe, der mich führen könnte. Ja, da würdest du sicherlich Botenläufer sehen, Straßenjungen, allesamt. Also hier direkt in Gareth, die Straßen sind voll belebt. Jeder will irgendwo hin und wenn du hier sowas suchst wie einen Straßenjungen, einen Bettler, wirst du finden. Hey du da, deut mal auf so einen Bettler. Willst du dir das Geld verdienen? Ja, du siehst auf den Bettler, ist auch ein Flüchtling oder Kriegsversehrter. Auch ihm fehlt ein Auge, kommt auf dich zu, kratzt sich einmal durch seinen fleckigen Bart. Ja, ich verdiene gerne etwas Geld. Ich zahle dir ein Silber, wenn du mich zum unbeschadet zum vollen Humpen bringst. Mich und meine Freunde hier. Ein Silber, ja, kommt mit, mein Herr. Gut. Sind das eure Kinder? Er deutet auf die beiden Zwerge. Das sind keine Kinder, das sind Angroscho, ehrenwerte Gesellen. Junge, ich bin älter als der da. Aber sowas von. Ich bin auch älter. Ja, wir sind alt. Viele Jahre haben wir gesehen. Feuertaufe. Hat man mir eigentlich meine Waffen abgenommen oder durfte ich die behalten? Du bist Krieger, ne? Ja. Dann hast du deine Krieger-Tätowierung vorgezeigt und das ist definitiv dann auch die Erlaubnis, dass du deine Waffen mit reinnehmen darfst. Ja, sehr gut, Ignar. Man muss auch in der Stadt vorsichtig sein, würde ich sagen. Immer vorsichtig sein bei den Großbeinern. Man kann dir nicht vertrauen. Ja, richtig, richtig. Ein Silber. Lauf da nicht so schnell! Wie ich glaube, war schon die langsamste Gangart, die ich kann. Wie hieß du nochmal? Entschuldigung, ich habe gar nicht richtig aufgepasst. Ah, Abelmir Jamorinis. Ich bin Alaric, mein Herr. Nicht du. Interessiert mich nicht, wie du heißt.